Langsam aber sicher merkt selbst der letzte Depp in Deutschland, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Preise im Supermarkt gehen nach oben oder an der Tankstelle. Es wird darüber geredet, dass wir vielleicht im Winter frieren müssen oder dass der Strom ausfällt. Also langsam aber sicher merkt auch der Deutsche, irgendwas stimmt nicht. Und es stimmt wirklich etwas nicht. Aber man muss auch mal an eine andere Stelle gucken. Ich zeige dir jetzt hier etwas, das 99,9% der Bevölkerung nicht wissen, aber extrem wichtig ist. Fangen wir einmal ganz einfach an. Wenn du in den Supermarkt gehst und dort Waren siehst, dann müssen diese Waren erst einmal produziert worden sein. Es gibt also Firmen, die diese ganzen Sachen herstellen. Und die Firmen, die haben Kosten, um das zu tun. Diese Kosten, also die Produktionskosten, die sind extrem nach oben gegangen. Und zwar innerhalb eines Jahres um 45,8%. 45,8% in einem einzigen Jahr. Das ist wirklich extrem. Und das Ganze hat zwei Konsequenzen. In der Regel ist es so, etwa ein Drittel dieser Steigerungen wird an den Endverbraucher weitergegeben. Aktuell haben wir etwa eine Inflationsrate von um die 10%. Und wenn diese Regel beibehalten wird, dann ja, ein Drittel hiervon wären etwa 15%. Das heißt, die Inflationsrate würde von 10% auf 15% hochgehen. Das ist noch die gute Nachricht. Die Dinge werden 15% teurer und er spricht hier von den guten Nachrichten. Ja, was kommt denn jetzt noch? Die schlechten Nachrichten. Das hier ist unglaublich unschön für den Endverbraucher. Aber was ist denn mit dem Unternehmen? Du hast ein Unternehmen und musst Produkte einkaufen, also Vorprodukte. Du willst etwas herstellen und musst Zutaten oder Komponenten, Bauteile und so weiter von außen zukaufen, um dein Produkt herzustellen. Und wenn sich die Preise so stark verändern, dann passieren zwei Dinge. Einmal, diejenigen, die dir etwas liefern wollen, haben oft Probleme, dir zu sagen, wann du das kriegst und zu welchem Preis. Und du fängst jetzt als Unternehmen an und versuchst damit noch irgendwie umzugehen. Also deine Zulieferer haben Probleme, dir vernünftig Auskunft zu geben. Dir zu sagen, wann das Zeug kommt. Dir mal zu sagen, rechtzeitig zu sagen, was das auch kostet. Ja, also wir müssen da noch mal gucken, also vielleicht so in 6 Wochen. Ja, Preis. Aber ich glaube, wir machen es mal ein bisschen teurer, dass wir auf der sicheren Seite sind. So, und dann steht das Unternehmen da. Und das macht ja dann nicht nur ein Zulieferer, sondern das machen dann mehrere Zulieferer. Das heißt, du hast ein riesiges Problem, dein Produkt herzustellen, einmal in einer gewissen Zeit und auch mit den Kosten. Du weißt ja gar nicht so genau, was das kosten wird. Und hintendran hast du dann selbst wieder einen Kunden und der will ja von dir dann auch wissen, wann kommt das und zu welchem Preis. Und dann sagst du dir auch, ja, ich muss mal gucken, wann, ich weiß nicht so genau. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen beschleunigen, aber dann kostet es mehr. So, und so hast du eine ganze Kette, die nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist super gefährlich für eine Wirtschaft. Wenn die Unternehmen in einer Wirtschaft nicht mehr planen können, dann gehen sie oftmals unter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Unternehmen bei solchen Inflationsraten für sie nicht mehr ordentlich kalkulieren können. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Wenn du einem Endkunden, zum Beispiel dem Einzelhandel, über mehrere Monate hinweg einen bestimmten Preis versprochen hast, den kannst du nicht mehr anheben dann. Der ist vertraglich zugesichert und du musst selbst viel mehr bezahlen für die Vorprodukte, für das, was du geliefert bekommen musst. Ja, dann passiert Folgendes, dann gehst du pleite. Das, was du reinbekommst, das ist ziemlich fix und das, was du ausgeben musst, steigt massiv an. Da machst du Minus und damit gehst du auf Dauer pleite. In einem Auto sind mehrere tausend Bauteile verbaut. Und jetzt stell dir mal vor, aufgrund von Pleiten von Unternehmen können nur 10 Bauteile nicht geliefert werden. Wenn dir die Bauteile fehlen, dann kannst du das Auto nicht fertigstellen, nicht ausliefern. Wir sehen im Moment jetzt schon in der Autoindustrie
teilweise Lieferzeiten von 2 Jahren, 3 Jahren. Ich habe sogar schon von bis zu 6 Jahren gehört in Zwischenzeit. 6 Jahre Lieferzeit für ein Auto, weil Komponenten nicht beizubekommen sind. Und wenn das jetzt noch weitergeht, also die Unkalkulierbarkeit noch weiter ansteigt, dann befürchte ich, dass wir in erheblichen Teilen der Wirtschaft einen Zusammenbruch bekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten Mal.